Geron, was hältst du eigentlich von diesem Let's Play? Das ist zu stabil. Richtig, und damit willkommen zurück. Ja, hat ein paar Mal gedauert, bis er den Spruch gebracht hat, aber es hat sich gelohnt. Wir sollen eine Fee fangen. Klar. Ja, das macht Sinn. Also dann. Heda! Oh, das tut mir leid. Was? Nichts. Hab dich. Du machst das gut. Üb ruhig weiter. Ich bin gar nicht da. Du bist ganz allein im Wald und niemand ist da, um dich zu beurteilen. Ah, na, das ist gut. Nicht. Ich bin schon weg. Das muss sie sein. Halt, warte. Okay. Weiter anlocken, was? Ich habe eine schöne Melodie für dich. Hör mal. Spiel ruhig weiter. Jetzt komm doch raus. Wer? Na du. Wer ich? Du bist doch allein. Ich bin nicht allein. Du bist hier. Und wer noch? Niemand. Aha. Wärst du ein Freund des Waldes, sie wären alle da. Die Mooskrokodile und die Haselnusshörnchen. Der Kieselkranich würde dir zu Ehren aus dem Himmel nieseln. Und die Holzfüchse ein herrliches Feuer veranstalten. Alle würden tanzen. Was? Aber da du kein Freund des Waldes bist, sind sie alle zu Hause geblieben. Wäre ich ein Freund des Waldes, kämest du dann heraus? Ja, dann hätten wir etwas, worüber wir reden könnten. Ansonsten stünden wir nur schweigend herum. Und um ein Freund des Waldes zu sein, muss ich... Freunde haben. Richtig. Harzmäuse zum Beispiel. Oder Papierfinken. Und wo finde ich sowas? Wer keine Freunde hat, der muss eben welche erfinden. Was hat Gwendling mir hier bloß aufgehalst? Bin gleich zurück. Okay. Oh. Okay. Was? Will ich's, ich will's eigentlich. Nimm dir ruhig. Kann Davon ich, habe ich ganz viele. Kann ich wissen. Ja, das ist ja nett. Was versteckt sich da im Laub? Dann muss ich wohl im Laub wühlen. Ja, mach doch. Au! Keine Fee. Nur ein Igel. Das hätte ich dir auch so sagen können. Magst du das? Offenbar der falsche Köder. Hm. Magst du das? Ja. Offenbar der falsche. Nichts geht. Schnecke. Sonderbares Schneckenhaus. Wie ein elfisches Füllhorn aus den alten Geschichten. Sieht doch nice aus. Einfach mal nehmen. Klar. Die kleine Fee ist nicht zu sehen. Vielleicht, weil sie so klein ist. So eine Schnecke würde dir doch schmecken. Atomar. Er scheint sie zu mögen. Yeah. Aber er hat zu viel Angst. Ich werde aufpassen, dass er nicht noch einmal zerbricht. Kaputt. Alles kaputt. Ach, was? Kaputt. Kannst du zaubern? Nein. Ich auch nicht mehr viel. Kannst... Na komm. Nein, bitte bleib hier. Ich habe doch so selten Besuch. Also schön. Ja, ich meine, wenn sie so... so ich, Schnecke im Käfig. Der Igel hat sich verkrochen. Der Igel hat... Ich denke, ich kann ja nirgends hin. Wenn ich den Igel irgendwie anlocken wollte... Ich kann das andere Zeug noch rein tun. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Mein Kopf... Ach, jetzt kann ich den Käfig mit... alles klar, Freunde. Whatever. Gut. Vielleicht gibt sich Gwendling auch mit einem Igel zufrieden, falls ich die Fee nicht fange. Nice. Igel im Käfig, nein. Die frisst er nicht. Die frisst...
Magst du Musik? Ist ein bisschen viel Luft. Du machst ihm Angst. Das bringt. Ich mache überhaupt nichts. Meine Kraft. Das hast du davon, Stachelmännlein. Du darfst unsere Gäste nicht immer stechen. Kein Wunder, dass uns niemand mehr besucht. Der hat mir wehgetan. Das war nicht nett. Nee. Keine Fee. So, jetzt hier, ich hab einen Igelfreund. Hallo? Hab ich jetzt gewonnen? Schau, der Igel hier. Der ist mein Freund. Aber du musstest ihn einsperren, damit er bei dir bleibt. Ja und? So behandelt man keine Freunde. Naja, kommt drauf an. Bin gleich. Ja, kommt drauf an, trifft's ganz gut. Au! Das ist nicht lustig! Das hat wehgetan. Meine Lieber Fehler. Spiel ich halt für dich, muss ich mir auch scheißegal. Das war erbärmlich. Spiel ruhig weiter. Okay. Spiel ruhig weiter. Das gibt doch bestimmt ein Achievement. Pass auf, zack. Hallo? Nein? Also ja, aber nein. Pass auf. Zehnmal weiterspielen und dann gibt's ein Achievement. Komm schon. Ich bin doch noch dran. Na, dann eben nicht, Scheiße. Lieber nicht. Was, wieso nicht? Ach, ein Hammer, nee. Die Flöte. Ich kann aber nicht kontrollieren, was ich spiele. Du machst ihm Angst. Mir doch egal. Es muss ein Turanien-Igel sein. Kein anderer hat solche lange Stacheln. Ja, und jetzt? Ach, ich hab Igelstacheln, das ist ja ein Nein. Locke die Fee mit deinem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Meisterhaft, Gwindling. Also gut. Kastanienmännchen kann ich das hierhin, das dahin, das dorthin. Ach, ich mach mal einen Kastanienfreund. Ja, klar. Kastanienmännchen. Nee. Das wäre zu viel. Schau mal, ich hab einen Freund. Ist ein bisschen Hallo? Traurig, aber ja. So, hier. Ein Kastanienkönig. Ein König? Wirklich? Ja, er ja. herrscht über das Reich der Kastanien und er ist mein Freund. Natürlich. Es ist mir eine Ehre, eure kleine Majestät. Bullshit. Deron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide eintreten. Stimme, Geron, nice. Wer sagt's denn? Ja, ich hab sogar keinen Käfig mehr, aber ist ja auch egal. Hauptsache, es wird gefickt. Das habe ich nicht gesagt. Was für ein seltsamer Ort. Aber eigentlich schon. Puppen aus Knollen mit Blätterhüten. Aber wo ist jetzt die... Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Und das hier sind Frau Grimbald, Flinkel und Hinkel, die Rübengeister und Plapperapp. Du kannst mich aber auch Nuri nennen. Was guckst du mich so an? Bist du... verliebt? So ein Mist. Ich dachte, du wärst eine Fee. Der ganze Unsinn, alles umsonst. Natürlich bin ich eine Fee. Was soll ich sonst sein? Du bist ein Mensch, genau wie ich. Du bist viel zu groß für eine Blütenfee. Und eine menschengroße Fee... verwandelt dich gleich in einen Rettich, wenn du nicht sofort still bist. Oh, los denn, Alter? Die Puppen, sie... nein, bitte. Bitte tu es nicht. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. Woher sollte ich das wissen? Ich mache doch nur Spaß. Ich kann niemanden in einen Rettich verwandeln. Ich kann überhaupt nichts mehr verwandeln. Aber du bist eine Fee? Ja, warum? Dräng. Gibt es eine schöne Kampagne? Nein heißt auch nein. Das ist vielleicht, naja. Willst du mich begleiten? Wieso? Willst du mir deine Welt zeigen, wo überall Menschen sind? Ja. Und Dächer aus Holztafeln? Genau, die kann ich dir zeigen. Oh, wunderbar. Aber nein, ich kann doch gar nicht fort. Ich muss hier beim Feentor bleiben.
glaube, sie sollte sich nicht Nuri heißen, sondern Naiv. Das trifft es, glaube ich. Ist das das Feentor? Ganz gut. Führt es in deine Welt? Ja. Nicht mehr. Es ist verschlossen. Oh, wow. Bist du aus dem Feenreich gekommen? Ja. Und ich kehre hoffentlich nie wieder dorthin zurück. Salty. Wieso kannst du nicht einfach mitkommen? Wenn ich weggehe, werde ich krank. In dieser Welt hält mich nur die Magie des Feentors am Leben. Warum das? Es ist meine Quelle. Ohne ihr Zauberwasser vertrocknet meine Seele. Wie eine Pflanze. Nice. Könntest du nicht einen Teil der Magie mitnehmen? Wie das? Lass mich überlegen. Glasflasche. Wieso willst du nicht mehr in deine Heimat? Es ist einfach so. Schon gut, jeder hat seine Geheimnisse. Sorry. Bin gleich zurück. Feentor, Was haben wir denn? Außer gar nichts. Los, sag ihnen guten Tag. Was? Na los. Hallo, Hinkel und Finkel und wie ihr alle heißt. Okay. Sie hat ihnen die Wurzeln gestutzt und ihnen Blätterkleider angezogen. Was zum Namenlosen will der Seher ausgerechnet mit dieser Fee? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das hier alles hinführt. Ich bleibe neugierig. Darf ich mir eines von den Bändern ausleihen? Nicht die. Damit wollte ich... Nein, was wollte ich denn damit? Ich schenke sie dir. Ja. Okay. Was? Wer auch immer dieses Feentor verschlossen hat, war nicht gerade zimperlich. Drauf da. So wird das nichts. Sag. Oh, Wasser. Das lässt... So. Mein Kopf ist... Können wir nochmal... Das führt... Oder... Das führt zu... Natürlich nicht. Ja, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Jetzt können wir eigentlich auch wieder gehen. Wir brauchen irgendein Gefäß. Ich habe doch so... Also... Okay, also es muss hier sein irgendwo. Wozu denn? Ja, das frage ich mich auch. Hammer. Zerbrich. Windling. Keine Z... Das mache ich. Was will ich mit dem Band? Die sind wohl für ein neues Windspiel. Nun ja, irgendwomit muss sie sich wohl die Zeit vertreiben. Unsinn. Ich habe nichts zum Kombinieren hier. Wozu? Frag ich dich? Mit gemeinen Wurzeln gibt mein Kastanienkönig sich nicht ab. Natürlich. Herr Hochwohl gewachsen oder was? Spiel etwas für meine Freunde. Ich, ein andermal vielleicht. Mein Kopf ist lieber nicht. Wohl drauf. Einmal, pass auf. Behalte ich selbst. Man kann alles kombinieren. Was ist das? Ein Gehstock. Wieso trägst du ihn, wenn er laufen kann? Oh. Weil... Vergiss es. Spiel etwas für meine Freunde. Dann mögen sie dich. Da wären sie die Ersten. Optimistisch. Daran wird es der Fee hier im Wald nicht mangeln. True. Ich glaube, König Kastanie passt besser zu dir als zu mir. Willkommen, Majestät. Wir müssen ihm noch eine Krone basteln. Das machst du. Danke für das Band. Welches Band? Vergiss es. Das ist, traurig. Kannst du zaubern? Nein. Aber irgendwie auch witzig. Grinsal. Ich darf dieses Feenwasser auf keinen Fall berühren. Was, wieso? Ganz im Innern glitzert es magisch. Das ist keine Antwort. Auf keinen Fall klettere ich da hoch. Alles Mögliche könnte geschehen, wenn ich dieses Tor berühre. Ja, probier doch. Ist das eine Zauberquelle? Es sieht gar nicht aus wie ein Tor. Warum? Wie soll es denn sonst aussehen? Du bist seltsam. Ja, das sagt man mir öfter. True. Ich bin Peter Carsten von TKKG. Aber... Nichts. Ich muss... So wird... Ja, was... Mal sehen, wohin mich das führt. Okay. Random kombinieren läuft. Gehstock mit Lederband. Nein. Oh. Ein Band rein.
Willst du vielleicht... Was ist das? Ein Gehstock. Wieso trägt... Weil... Vergiss... Gehstock mit Lederband. Unwahrscheinlich. Natürlich. Das Land... Wird... Kein... Ich war... Was will das ich mit dem... Warum habe ich einen Gehstock mit Lederband? Also, kann ich da hoch irgendwie dann? Oder? Ich kann das Wasser angeln. Ah. Aber dann braucht die Angel noch ein Gefäß. Ja, das macht Sinn. Wo kriege ich ein Gefäß her? Ich glaube nicht. Ohne jetzt den Screen zu wechseln. Zurück kann ich immer noch nicht. Ich habe doch... Also... Nein, bitte bleib hier. Ich habe... Also... Ja. Bist du ein Gefäß? Ach was. Bist du ein Gefäß? Das geht so. Ich werde auch... Lieber nicht. Käfig kaputt. Kannst du so laut hören von da hinten? Das ist kein... Nichts. Aber was ist denn... Hier ist ja nichts mehr. Was ist ein Gefäß? Hast du ein Gefäß? Nur ich brauche Ideen. Was ist das? Ein Gift. Ach so, ja. Wenn er noch laufen kann, das ne? Kann, das über... Das... Das geht... Besser... Ich kann da aber dann... Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Oder so ähnlich. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Das ist gelogen, weil du hast gerade vor einer Minute gespielt. Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Was ist ein Gefehl? Wird doch nichts. Hier ist aber auch nichts, ne? Oder übersehe ich irgendwas? Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5 Hotspots und Screen verlassen. Mehr ist hier nicht. Jeder andere. Das für. Da. Ich. Das geht. Aber dann braucht. Ein Gefäß. Auf alles möglich. Viele. Nichts. Nett. Ein. Hatte Gefäß. Kann es noch hiermit. Das lässt sich. Kombinieren, nicht. Aber. Keine. Die. Obwohl. Was? Was war das? Die Fee wird mich kaum begleiten, nur weil ich ihr Schmuck bastle. Obwohl... Ja, probier's doch mal. Vielleicht hat Nuri eine Idee. Ich muss einfach wieder... Hast du schon meinen Wasserfall gesehen? Er fließt immer nach unten, selbst nachts. Nachts ist es kälter als draußen, oder bin wie? Bin gleich zurück. Nuri, du bist auch keine Hilfe irgendwie. Los. Was? Na los. Jeder... Liebe... Spiel. Ich, nicht. Das führt... Ich bin verzweifelt. Krieg ich nochmal Dinge, oder was? Raus mit dir. Oh. Die Krabbenpuder aus Nostria würden mich zwar dafür auslachen, aber es ist eine Angel. Krampula aus Nostra kann ich am Arsch lecken. Arrogante Fatzkes, die ich überhaupt nicht kenne. Was machst du da? Angeln. Zack, easy. Gut. Aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Mit einem Korken. Mit einer Niete. Interessant. Ah. Die Eiche verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Jetzt noch das Band darum, dann kann die Fee nichts mehr verschütten. Ist das Nuris Kette? Na klar, ich bin so dumm. Oh, da hätte ich gleich drauf kommen können. In Teil 2 Nuris Kette ist ja die mit dem Schneckenhaus. Ja. Oh. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Jorka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Nice. Easy. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast.
Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Leider. Hier lang. Warte. Ich meine, wenn sie lang weiß, wo es lang geht, ist doch auch nice. Schau, Geron. Ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Ja, mach doch. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Oh, Roasted, Alter. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Roasted. Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Okay. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm. Bei mir und Gwendling bist du sicher. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Ja. Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Was ist hier geschehen? Ja, was wohl? Die wurde ja abgemetzelt. Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie... Sie haben... Gwendling? Ich muss sie haben? Gwendling, bleib hier. Ein letzter Dialog, klar, warum nicht? Der Typ ist am Arsch, aber egal. Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Nice. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen. Spitze? Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals. Vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blutzinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles... Alles zu spät. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten Verarscht werden. Verarscht mich. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Scheiß auf Andergast. Die Typen gehen mir auf den Sack alle. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwendling? Da. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Oh.
Nein! Was mache ich jetzt nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben.